In diesem Video wirst du die eine Sache erfahren, die dafür sorgen wird, dass du innerhalb deiner Oberstufenzeit am allermeisten persönlich wächst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und eine Sache, die mir ganz besonders wichtig ist in der Oberstufe, ist nicht nur, dass ihr sehr gute Noten schreibt oder zumindest den Schnitt, den ihr euch wünscht, sondern auch, dass ihr euch gut fühlt und, was ich oftmals gar nicht so stark thematisiere, aber wovon ich weiß, dass euch persönlich Gott sei Dank auch sehr wichtig ist, dass ihr persönlich wächst. Ja, das heißt, viele assoziieren ja zum Beispiel auch mit mir, mit unserem Content oder auch mit das, was wir im Traumabitur-Coaching machen, oftmals irgendwie nur sehr gute Noten oder irgendwie auch, ja, ein bisschen stressfreier. Aber was auch noch ganz stark dahinter steckt, ist eine richtig starke persönliche Weiterentwicklung. Und das ist meiner Meinung nach auch extrem entscheidend. Natürlich ist in der Oberstufe wichtig, dass du ein Abi einfach richtig gut machst. Ja, das ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass du einfach dabei nicht so gestresst bist, dass du entspannt bist und dass du die Zeit auch genießen kannst. Und was an dritter Stelle auch noch richtig wichtig ist, vielleicht langfristig betrachtet sogar am allerwichtigsten, dass du dich persönlich sehr stark weiterentwickelst. Denn ich habe in den 2 Jahren Oberstufe einen riesen Quantensprung von meiner Persönlichkeit gemacht. Und es hat mir einfach einen kompletten Headstart, sag ich mal, irgendwie in mein Leben gegeben. Und das wünsche ich mir einfach auch sehr, sehr stark für euch alle. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile 20, führe hier ein Unternehmen mit bereits ersten Angestellten, kann sehr gut von dem Ganzen leben. Wir sind hier mittlerweile, wie gesagt, in Düsseldorf in unserem eigenen Büro. Ich denke, das ist was nicht viele 20-Jährige vorzuweisen haben. Und auch einfach tagtäglich tausenden Schülern dabei zu helfen, dass sie bessere Noten schreiben, dass sie sich wohler fühlen, dass sie einfach in eine geilere Zukunft starten können. Ja, und die Frage ist natürlich auch, wie bin ich hergekommen? Ja, und da gibt es eigentlich nur ein ganz, ganz großes Stichwort, was auch für so viele von euch so entscheidend sein kann, und zwar Thema Verantwortung. Wir werden in der Schule dazu konditioniert, vorgegebenen Abläufen einfach nur zu folgen und irgendwie uns immer danach zu richten, was uns vorgegeben wird. Ja, dann schreibst du eine Klausur, das heißt, du hast Hausaufgabe auf und so weiter. Ihr kennt das Ganze ja den ganzen Tag. Das ist auch sinnvoll, ja, weil gewisse Einrichtungen brauchen gewisse Systeme, es muss irgendwie messbar sein, macht alles Sinn. Nur bringt es deinen Kopf in so einen Zustand von, ich lehne mich gewissermaßen zurück und mach nur dann was, wenn von außen was herangetragen wird. Und das setzt sich eigentlich in einen super passiven Zustand. Ja, das macht dich eigentlich fast schon ohnmächtig, weil du nicht mehr selbst proaktiv dein Leben lebst. Und wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest, ist es extrem wichtig, dass du proaktiv wirst. Dass du nicht immer darauf wartest, dass irgendwas durch die Tür kommt und du dann, ah, jetzt mache ich das oder oh, jetzt habe ich eine Möglichkeit, sondern dass du proaktiv Möglichkeiten kreierst, dass du proaktiv dein Leben führst, dass du proaktiv auf andere Menschen zugehst. All diese Themen sind super wichtig und das passiert nur dann, wenn du Verantwortung übernimmst. Ja? Und du kannst meinetwegen für 100.000 Dinge Verantwortung übernehmen, aber du kannst für nichts Verantwortung übernehmen, wenn du nicht zuallererst mal Verantwortung für dich selbst übernommen hast. Ja? Bei mir war es damals in der Oberstufe so, mir hat niemand gezeigt, wie ich irgendwie bessere Noten schreiben kann, wie ich das stressfrei machen kann. Das bedeutet, ich habe selbst Verantwortung dafür übernommen, das Ganze herauszufinden. Ja? Genauso wie auch andere Schüler zum Beispiel Verantwortung übernehmen, zu uns ins Coaching kommen und sagen, hey, ich werde nicht irgendwie wissen, boah, da gibt es eine geile Coaching-Möglichkeit, dann aber ohne diese Coaching-Möglichkeit die ganze Zeit durch meine Oberstufe laufen und dann im Hinterher bereuen, dass ich diese Coaching-Möglichkeit nicht wahrgenommen habe. Ja, sondern sie übernehmen Verantwortung, eben oder auch gewissermaßen die Eltern, um dann zu sagen, hey, ich will jetzt einfach das Maximum rausholen. Und das fängt natürlich auch bei deiner eigenen inneren Einstellung an und auch wie viel Gas du in der Oberstufe gibst. Ja, du kannst nicht erwarten, gute Noten zu schreiben, wenn du nichts machst. Das ist so. Du musst dich nicht reinstressen und musst auch nicht den ganzen Tag lernen, aber wenn du gar nichts machst, wirst du keine guten Noten schreiben. Das ist so. Ja? Und deswegen da bei dir selbst anfangen mit der Verantwortung. Und das bedeutet nicht nur deine Noten, das bedeutet nicht nur, wie du die Hausaufgaben machst, das bedeutet, wie viel Schlaf du bekommst, wie du dich ernährst, alles. Alles. Und das Schöne ist daran auch, ich weiß, dass einige von euch, sei es vom familiären, finanziellen, ihr seid vor 3 Jahren erst nach Deutschland gekommen, wie auch immer. Ich bin ja im tagtäglichen Kontakt mit so vielen von euch. Ich kenne ja auch eure Situationen daheim und ich weiß, dass die nicht immer leicht sind. Ja? Nur die eine Sache, die euch niemand nehmen kann, egal wie schwierig es vielleicht auch mal um euch herum ist, ist, dass ihr Verantwortung für euch selbst übernehmt. Und das könnt ihr in jedem Falle tun. Manchmal ist euer Spielraum nicht so groß, aber ihr könnt die Verantwortung für euch selbst übernehmen. Und das kann euch auch niemand wegnehmen. Ja? Niemand kann dir sagen, nein, du kannst keine Verantwortung mehr für dich selbst übernehmen. Doch, kannst du zu jedem Zeitpunkt. Und dementsprechend wirklich da dann auch irgendwann zu sagen,
ich lasse mich nicht von meinen Umständen definieren. Natürlich haben Umstände einen Einfluss darauf, wer du bist, wozu du geworden bist und auch was du für Möglichkeiten in Zukunft hast. Aber gerade hier in Deutschland ist eigentlich egal, was ist. Ja, du kannst dich in den allermeisten Fällen so stark da irgendwie auch rausentwickeln. Aber das wird nur funktionieren, wenn du Verantwortung übernimmst. Ja, oder auch wenn du zum Beispiel derzeit nicht so gute Noten schreibst und dich nicht, irgendwie nicht zufrieden damit bist. Du kannst dich natürlich die ganze Zeit hinsetzen und sagen, ja, mein Lehrer ist halt so kacke, unser Bildungssystem und irgendwie die anderen sind viel klüger und denen fällt das irgendwie total leicht in den Schoß. Das kannst du sagen, aber von nichts dieser Dinge, von all deinen Beschwerden, von nichts werden deine Noten besser. Du kannst auch sagen, boah, ich schreibe auch schon ganz gute Noten, aber ich fühle mich die ganze Zeit so gestresst, warum ist das so und so weiter. Verantwortung bedeutet nicht, ja, das verstehen auch so viele falsch, Verantwortung bedeutet auch nicht, sich so viel aufzuladen, bis man nicht mehr kann. Das ist genauso schwachsinnig. Sondern Verantwortung bedeutet, sein Leben für dich selbst zu führen. Und das kann verschiedenste Dinge bedeuten. Ja, das muss auch nicht bedeuten, dass du 1-0 schreibst. Das kann auch bedeuten, dass du einfach 2,5 schreiben willst und du damit happy bist. Ist doch genauso gut. Nur musst du halt die Verantwortung dafür übernehmen, deine Oberstufenzeit so zu gestalten, wie du es möchtest und auch das rauszuholen, was du möchtest. Wenn du weißt, du brauchst einen richtig guten Schnitt, um an eine bestimmte Uni zu kommen, um Medizin studieren zu können, um Psychologie studieren zu können, ja, dann setz dich auf deinen Arsch, komm zu uns ins Coaching, hol dir die besten Strategien rein und dann gib Gas und dann erreicht es auch. Und genauso, wenn du aber sagst, hey, notentechnisch passt bei mir gerade alles, aber ich habe die ganze Zeit Stress und mich fuckt es ab, ja, dann tu was dagegen. Tu was dagegen, sitz auch nicht da und sei jeden Tag frustriert an deinem Schreibtisch und denk dir so, boah, warum ist das so? Mann, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann euch verstehen, es ist ja nicht so, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Ich weiß, wie es anfühlt, wenn du das Gefühl hast, boah, es wird in der Schule gerade einfach alles zu viel. Ich weiß, wie es euch jeden Tag geht, ja? Aber das ist doch kein Grund, dass ihr da in eure Opferrolle zerfallen müsst. Ja? Ihr könnt ja mal einen Tag in der Opferrolle sein. Ihr könnt mal an einem Tag richtig abgefuckt sein, euch über alles aufregen und einfach total enttäuscht und frustriert und wütend sein. Wir sind alle Menschen, das ist doch vollkommen in Ordnung. Nur was wichtig ist, dass du irgendwann mal die Entscheidung triffst, hey, kann sein, dass vieles von dem, wie es gerade ist, von außen kam, aber ich übernehme jetzt die Verantwortung für mich und mein Leben und mach dann einfach auch was draus. Ja? Und wenn ich schon glücklich mit meinen Noten bin, aber es mich abfuckt, wie ich mich jeden Tag fühle, dass ich jeden Tag so viel aufhabe, dass ich jeden Tag so gestresst bin, ja, dann bewerbe ich mich halt mal beim Leo aufs Coaching und lass mich mal von seinem Team beraten, um zu gucken, hey, wie ist denn gerade meine Situation? Lass da mal ein bisschen analysieren, hey, wo liegen denn genau meine Probleme? Wo will ich denn wirklich hin? Wie können die mir denn weiterhelfen? Ja? Und verändere auch bewusst was und mach auch in meinem Kopf erstmal die Möglichkeit auf, dass sich da überhaupt was verändern kann. Und bin ich die ganze Zeit in so, davon passiert gar nichts. Und wenn du dann wirklich auch anfängst, versteht ihr, das ist ja nur der Anfang. Das wird sich ja ausweiten. Du wirst auch mal Verantwortung dafür übernehmen, wie es deinem Bruder, wie es deiner Schwester geht. Du wirst mit der Zeit auch irgendwann Verantwortung für deine Eltern übernehmen. Ja, das ist auch vielen von euch nicht bewusst. Eure Eltern werden auch älter. Und es dauert vielleicht nur noch 10, 20 Jahre. Dann habt ihr die Verantwortung für sie und nicht mehr umgekehrt. Ja? Für diejenigen, die kleinere Geschwister haben, die schauen auf zu euch. Die schauen auf zu euch, wenn du einen kleineren Bruder, kleine Schwester haben. Egal, ob du denkst, die mögen dich nicht, ob ihr ein gutes Verhältnis habt, ob ihr euch oft seht, wenig seht, ist vollkommen egal. Die gucken zu euch auf und die spüren jede einzelne Sache, die du machst. Und die spüren, ob du dein Leben im Griff hast. Die spüren, ob du dem nachgehst, was du machen möchtest oder ob du es nicht machst, ob du Verantwortung abschiebst. Und die kopieren jede einzelne Sache vollkommen blind, ohne dass es ihnen bewusst ist. Und es ist deine Aufgabe als großer Bruder, große Schwester, ein Vorbild zu sein. Ja? Und deswegen bitte übernehmen die Verantwortung. Das gilt auch für deine Freunde. Beschwer dich nicht die ganze Zeit, dass deine Freunde irgendwie dich nicht hochziehen und so weiter. Ja, ziehst du deine Freunde hoch. Wirklich, Leute, das ist so wichtig. So wichtig. Es gibt nichts, was euch mehr wachsen lässt, als wenn ihr einfach anfangt, Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß, dass manche Situationen von euch scheiße sind. Ich weiß, dass manche von euch gut geht. Wisst ihr, auch das ist ja genau das gleiche andere Ende. Manche von euch geht so gut, ihr checkt das überhaupt nicht. Ihr seid so komfortabel geworden, vielleicht weil eure Eltern richtig gutes Geld verdienen. Ihr wisst, ihr braucht gar nicht unbedingt einen richtig guten Job, um irgendwie, kommt doch mal raus aus diesem Ganzen. Egal, ob es mega gut, mega schlecht, normal, ist doch egal. Nimm mal Verantwortung für dein Leben. Gib mal Gas jetzt, okay? Und Gas geben bedeutet auch, dass wenn du merkst, du gibst gerade zu viel Gas und drehst komplett durch, dann bedeutet Verantwortung auch mal zu sagen, hey, bis hierher und nicht weiter. Ich mache jetzt Cut. Ich mache es jetzt anders, dass ich mich wohlfühle dabei. Deswegen, wenn ihr da Unterstützung haben wollt, kommt bei uns ins Coaching.
helfen euch. Egal, ob ihr bessere Noten schreiben wollt, ob ihr weniger Druck haben wollt, weniger Stress, euch besser fühlen wollt, mit den Lehrern besser klarkommen wollt. All diese Themen besprechen wir im Coaching. Ja, deswegen heißt es auch Traumabitur-Coaching und nicht nur Einser-Coaching oder whatever. Ja, das ist mir das wirklich ein Komplettpaket, damit ihr euch sehr genutzt schreibt oder den stellt, den ihr wollt, euch gut fühlt und euch persönlich maximal weiterentwickelt. Bewerbt euch einfach, YouTube, erster Link in der Beschreibung oder erster angepinnter Kommentar, mein Team wird mit euch sprechen und dann klären wir das Ganze ab. Ja, in diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know.